Moin Leute, heute haben wir ein sehr kurzes Video. Ich habe nicht geplant, dieses Video zu drehen, habe dann spontan entschieden, dass es vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Ich habe hier ein Netzteil mit einem relativ kurzen Kabel für eine neue Fritzbox, die ich mir kürzlich angeschafft habe. Und leider ist es so, dass die Fritzbox bei uns auf dem Schrank steht, ganz weit oben, wo keine Steckdose vorhanden ist. Deswegen dieses Netzteil ist leider zu kurz oder das Kabel ist leider zu kurz. Und ich würde es gerne verlängern, um ungefähr 1 bis 2 Meter. Und dafür würde ich ein Lautsprecherkabel nehmen. Ich habe das genommen, was ich gerade da hatte. Es ist nicht besonders dick, aber auch nicht besonders dünn. Für die Länge, denke ich mal, ist es okay. Dieses Netzteil gibt maximal 2,5 Ampere aus, aber so viel werden wir nicht brauchen. Also ich habe jetzt geguckt, die Fritzbox nimmt deutlich weniger Strom für die Art und Weise, wie ich die Fritzbox verwende. Das ist ja, je mehr Funktionen man verwendet, desto mehr Strom verbraucht sie am Ende. Also ich denke, das reicht absolut aus. Ich habe schon bereits das Kabel abgeschnitten und hier ein Teil abisoliert. Das ist so ein rundes Koax-Kabel. Also man sieht, man hat hier einen runden Schirm. Das ist diese hier, dieses Geflecht hier, das habe ich schon mal verdrillt. Und einmal hier die Seele. Ich habe noch zusätzlich, weil ich schon dieses Kabel verlängere, nochmal einen Ferritkern drum gemacht. Bevor ich ein Kabel wegschmeiße, wo ein Ferritkern drunter ist, mache ich den lieber ab. Viele Ferritkerne sind da so vergossen, man kann sie aber ziemlich gut aufschneiden und dann rausziehen. Und für solche Fälle hebe ich sie auf. Ich habe ein ganzes Paket voller verschiedenster Ferritkerne. Ich habe jetzt gesehen, bei der Fritzbox selbst ist keine Gleichtaktspule auf der Leiterplatte drauf oder scheint keine zu sein. Ich habe sie nicht aufgemacht, sondern nur durch die Lüftungsschlitze geguckt. Deswegen würde ich schon empfehlen, wenn man die Leitung verlängert, dass man dann Ferritkern drauf macht. Gleichtaktstörungen werden dadurch minimiert. Ich habe schon das Lautsprecherkabel schon eine Länge vorbereitet. Ich habe jetzt ungefähr die Länge abgemessen. Lass uns mal schauen, wie ich persönlich solche Leitungen verlängere. Es gibt verschiedenste Methoden. Ich mache das gerne ohne Löten. Lötverbindungen könnten mit der Zeit spröde werden und aufgehen. Also wir machen das heute mit Krimpkontakten oder mit Quetschkontakten. Ich habe jetzt bei den Kabeln immer einen Leiter länger gelassen als den anderen. Und auch bei dem anzulötenden Kabel oder Verlängerungskabel genau das gleiche, um die gleiche Länge. Warum ich das gemacht habe, zeigt sich dann später. Das muss man nicht machen, das ist nur ein Kann. Aber ich finde das eigentlich sehr praktisch. Jetzt kommt noch als nächstes, dass wir die Leitung abisolieren. Natürlich dieses Geflecht muss man nicht abisolieren, sondern nur noch die restlichen Leitungen. Ungefähr 5 bis 6 mm. Und natürlich das gleiche auch bei der Leitung für die Verlängerung, um die gleiche Länge abisolieren. Jetzt, was ich noch gerne machen würde, ist, weil wir natürlich hier dann den Schirm haben, der ist natürlich nicht isoliert, würde ich noch gerne einen Stromschlauch drüber machen. Eigentlich braucht man das nicht, denn die Seele ist ja auch isoliert, also kann es da eigentlich zu keinem Kurzschluss kommen, aber ich würde es trotzdem vorsichtshalber machen. Sieht auch, finde ich, schöner aus, wenn man da nicht diesen diesen Schirm dann nachher sieht. Ich schrumpfe den Schrumpfschlauch immer mit einem Feuerzeug. Ganz einfach, weil ich keine Heißluftpistole habe. Der Nächste, der in den Kommentaren schreibt, ich soll dafür eine Heißluftpistole nehmen, muss mir eine Heißluftpistole kaufen, schlage ich vor, weil jedes Mal, wenn ich einen Schrumpfschlauch so verschrumpfe, dann gibt es immer einen Haufen Leute, die das sich dann in den Kommentaren beschweren. Ja, ich weiß, also eine Heißluftpistole ist besser. Ich habe aber keine. Ich habe einfach keine da. Und Stromschlauch hat natürlich den Nachteil, es ist eigentlich zu heiß. Also der Stromschlauch wird von außen her zu heiß, also könnte auch schmelzen. Und innen ist er eigentlich noch gar nicht richtig durchgeheizt. Also suboptimale Situation, aber es funktioniert bis jetzt. Eine Sache, die man auf keinen Fall vergessen sollte, nochmal einen zusätzlichen Stromschlauch um das ganze Kabel drumherum. Ist auch hier nicht unbedingt ein Muss für die Art und Weise, wie wir das Kabel jetzt verlängern werden. Aber es schadet ja auch nicht.
Ich habe hier einen ziemlich doofen Stromschlauch, ich mag den eigentlich nicht, den habe ich damals bei Reichelt geholt. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke der ist. Steht auch keine Marke da. Ich glaube, diese Schrumpfschläuche haben sie gar nicht mehr im Sortiment. Der Nachteil bei diesem Schrumpfschlauch ist, er ist von der Oberfläche so fast wie Gummi, also gummiartig, und er ist sehr schwer durchzuschieben. Also das Kabel bleibt da drin einfach stecken. Ich kann das nicht durchschieben. Also ich weiß, dass Reichelt jetzt Eigenmarken verkauft mit Schrumpfschläuchen, also von R&D. Ich habe da auch davon eins geholt. Das ist dieses hier, also nicht nur eins, ich habe davon viele geholt und ich finde, die sind deutlich besser. Also für einen Low-Budget-Stumpfschlauch finde ich die von R&D gar nicht so schlecht. Am besten natürlich holt mal welche von Hellermann und Tyton, die sind, also ich finde, das sind die besten. Die haben eine hohe Stumpfrate, haben eine sehr gute Eigenschaften. So, soweit so gut. Jetzt können wir eigentlich schon damit starten, die Kabel zu verkrimpen. Wir haben also an alles gedacht. Wir haben hier Stumpfschläuche, wir haben da einen Stumpfschlauch. Ferritkern habe ich jetzt als nochmal nice to have gemacht. So, jetzt können wir die Leiter verbinden. Ich nehme dazu solche Doppelsteckhülsen. Die gibt es eigentlich überall zu kaufen. Diese hier habe ich von Reichelt schon länger her gekauft. Man sieht schon, dass alles schon verblasst hier die, auf der Aufkleber. Die gibt es in verschiedenen Größen. Einmal rot, die kleinsten. Blau die mittleren und gelb sind die dicksten Kontakte. Und diese Hülsen finde ich eigentlich ganz gut. Also die werden mit einer Quetschzange gequetscht. Also so wie dieser hier. Bei der Quetschzange würde ich darauf achten, dass man dort eine gute Quetschzange kauft. Bei den Hülsen, ja, also ich habe auch festgestellt, auch die günstigen chinesischen Hülsen von eBay sind genauso gut, nur deutlich günstiger. Es gibt die gleichen Hülsen, darf sie nicht verwechseln. Also diese hier haben ja einen Kunststoffmantel und innen drin so eine Metallhülse. Es gibt die gleichen Hülsen, auch statt Kunststoffmantel mit einem Stumpfschlauchmantel. Und statt Metallhülse ist Lötzinnhülse drin. Das heißt, die sind dann nicht zum Quetschen gedacht, sondern dass man sie erwärmt. Der Stumpfschlauch stumpft dann zusammen und die Lötzinnhülse schmilzt. Also wir benutzen jetzt welche zum Quetschen. So, ich lege die einfach hier drauf. Also das Kabel ist schon in der richtigen Länge abisoliert. Beim Draufstecken darauf achten, dass keine einzelnen Litzen dann umgeknickt werden. Und dann kann man das Ganze auch krimpen. Vorsichtig beim Krimpen in diesem Fall nur die Hälfte der Hülse zu krimpen. Also nicht die ganze Hülse, weil wir wollen ja nur... Wir wollen ja an der anderen Seite noch was reinstecken, das andere Kabel. So, das Ganze gekrimmt. Sitzt auch fest, also wackelt nicht. Also sieht gut aus. Dann können wir dann von der anderen Seite den Schirm hier reinschieben. Na. Hier, das meine ich, also das beim Schirm ist natürlich ein bisschen schwieriger, den reinzustecken, dass keine Litzen umgebogen werden. Muss man spüren. Ja. So, und dann nochmal das Ganze. Also ich finde sowas zu krimpen deutlich besser als zu löten. Und beides ist bombenfest, also das zieht sich nicht mehr raus und vor allem es hält länger als eine Lötverbindung. Hier sieht man, dass ich nicht ganz korrekt die Leitung abgeschnitten habe, also muss man ein bisschen kürzen. Machen wir mal so. Das sieht schon besser aus. Und das Ganze nochmal. Und man sieht, die beiden Hülsen liegen nebeneinander.
erzeugen nicht so eine dicke Wulst an der Stelle. Und die Kabel sind ungefähr gleich lang. Das heißt, wenn ich dann ziehe, dann wird auch der Zug auf beide Leitungen gleichzeitig ausgeübt. Wir können jetzt als nächstes dann nur noch einmal den Stromschlauch drüber ziehen. Ich hoffe, ich habe die richtige Dicke ausgesucht. Aber ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist der Nachteil bei diesem Stromschlauch, dass er so gummiartig ist, dass er sehr schwer sich rüberschieben lässt. Er ist jetzt durchsichtig. Ich habe jetzt keinen schwarzen Stromschlauch in der Dicke. Ich würde aber an dieser Stelle lieber einen schwarzen Stromschlauch bevorzugen. Also einmal hier in der Mitte durchschieben und einmal verstumpfen mit einem Feuerzeug. Ganz, ganz, ganz böse von meiner Seite aus. Aber ehrlich gesagt, ich benutze Feuerzeuge für nichts anderes, außer zu verstumpfen. Na komm. Ich bin nämlich kein Raucher. Deswegen habe ich keinen anderen Einsatzgebiet. So. Bloß nicht das Kabel verbrennen. Und das sieht doch schon einigermaßen aus. Am Abkühlen. Und das Ganze dann auf der anderen Seite. So, die Verlängerung ist somit fertig. Würde jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen. Man hätte eigentlich ein schöneres Kabel nehmen können. Vielleicht auch ein rundes Koax-Kabel, welches für Leistungsübertragung gedacht ist. Aber also dieses Lautsprecherkabel wird auch seinen Dienst tun. Wir haben hier 12 Volt, wir haben keine hohe Spannung. Und von dem Strom her wird es das locker treiben können. Also wir haben jetzt deutlich längere Leitung, ungefähr 2,5 bis 3 Meter. Ist es jetzt lang, sollte also mehr als genug sein. Und diese Quetschverbindungen, die werden dann eine Ewigkeit halten. Also ich sehe da kein Problem mit. Falls ihr noch weitere Anmerkungen dazu habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren diskutieren, wie ihr das vielleicht auch anders machen würdet. Man kann definitiv hier vieles anders machen. Also das ist die Art und Weise, wie ich das schon seit einigen Jahren mache. Ansonsten, es war wie gesagt ein spontanes Video, ich habe nicht viel vorbereitet, ich habe hier auch nicht viel aufgeräumt. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bye!